Hier die streikenden Beschäftigten der Charité Facility Manage GmbH haben heute sicher keinen Grund zu feiern. Immer noch wird uns der Abschluss eines Tarifvertrags verwehrt. Liebe feiernde Kolleginnen und Kollegen, wir wollen sicherlich keinen Luxus. Wir wollen nur ein Einkommen zum Auskommen. Wir wollen auch die schwarze Nullschrein zu Hause für unsere Familien. Jawohl! Wir wollen faire Löhne, faire Arbeitsbedingungen und einen fairen Umgang mit uns. Wir wollen die Mauer, die in der Charité noch besteht, einreißen. Wir wollen die Mauer, die uns trennt zwischen fairen Löhnen und nicht fairen Löhnen, einreißen. Das werden wir schaffen. Schön, dass wir das Kulturprogramm hier noch etwas mitgestalten dürfen. Kolleginnen und Kollegen, was wird denn hier gefeiert? Etwa die miesen Arbeitsbedingungen, die zum Himmel schreien? Oder wie mein Sohn sagen würde, bis zum Mond, bis zu den Sternen und zurück? Und die spätestens seit dem März- und Mai-Streiks in der gesamten Stadt, in der gesamten Republik bekannt sind? Zustände etwa in den bettenführenden Bereichen, die die Überlastung und Patientengefährdung zum Normalzustand machen? Feiert ihr etwa die Zensur im Intranet, wo Solidaritätsadressen eines gewählten Personalrats bzw. einer DGB-Gewerkschaft zu unternehmensschädigen Verhalten erklärt werden und somit zensiert werden? Feiert ihr etwa die Polizeistaatsmethoden gegen Streikende und gegen die gewerkschaftlichen Akteure und Arbeit im Betrieb? Feiert ihr etwa den organisierten Streikbruch durch Leiharbeit zu Stundenlohn von 5 Euro? Ja, es gibt hier nichts zu feiern. Wir feiern erstens den Widerstand gegen die Politik der Charité und der CFM, ein Widerstand, der sich bis heute in machtvollen Streikaktionen manifestierte. Wir feiern zweitens. Punkt 2. Wir feiern den Mut der CFM-Beschäftigten, einmal mehr ihr Schicksal erneut in die eigene Hand zu nehmen. Wir feiern die Solidarität der Beschäftigten in dieser Stadt, die uns auf vielfache Weise bekundet wird. Denn es gibt ein Wir und es gibt ein Euch. Und während wie gestern auf der Belegschaftsversammlung der CFM zu billig Äpfeln erklärt, der wird lernen, Äpfel zu fürchten. Wir feiern das Erscheinen des Schwarzbuchs CFM, wo wir einer breiten Öffentlichkeit systematisch die Zustände dieser Billiglohnbude offenlegen. Eines Schwarzbuches, was im krassen Widerspruch zu solchen Pamphleten der Unternehmenskommunikation steht. Wir feiern die nächste Phase unseres Widerstands, denn lehnt euch nicht zurück an der Charité. Wir werden im Jahr 2012 eine Tarifbewegung entfesseln, die die Arbeitsbedingungen insbesondere im Pflegedienst zum Inhalt hat. Hier geht es um Personalmindestbesetzung, altersgerechtes Arbeiten, Altersteilzeit, Nachtarbeit, Teilzeitarbeit und. Es gibt hier keine Pflicht zum Frieden, solange wir hier derart schamlos ausgebeutet werden. Oder anders formuliert, willkommen zum Streik 2012. Thank you.
persönliche Erklärung in eigener Sache. Wir, ich, haben uns hier 5 Tage die Eskalationsstrategie der Arbeitgeber angesehen. Wir können und werden diesen Arbeitskampf auch eskalieren. Seid gewarnt, Geschäftsführer, Apfelverkäufer. Unser Gedächtnis ist lang, man sieht sich immer zweimal im Leben. Meine Toleranz, unsere Toleranz ist hiermit beendet. Feiert mal schön in euren Glaspalästen 10 Schlösschen. Ihr werdet die wirkliche Welt der Charité nicht ausblenden können. Die CFM befindet sich im Stein! Und Bier trinkt jetzt trotzdem Stein!